alle da draußen und danke, dass ihr das super tolle neue Video geschaut habt. Hier ist wieder Konso mit Rocklands und das natürlich in Farbe und bunt. Weniger schnacken, mehr machen, direkt mit Bob Reloaded in das Spiel rein, Singleplayer natürlich. Oh mein Gott, dass mein Sound gerade laut auf meinen Kopfhörern, aber ist kein Problem. Wo sind wir jetzt mal stehen geblieben? Ja, wir haben schon mal einen neuen Boss geplättet und sind jetzt noch auf der Suche nach dem dritten Boss. Haben uns hier ein paar Health Potions gemacht, wo ich vorher nicht wusste, dass die so einfach zu machen sind. Und ja, ich habe das Gefühl, dass wir einfach nie sterben werden, weil mit so fucking viel Health Potions ist es eigentlich ziemlich schwer zu verrecken. Jetzt die Frage, sollen wir uns hier die ganzen Ressourcen eigentlich immer abbauen oder sollen wir einfach durchrushen und Richtung Boss gehen? Das ist echt eine sehr, sehr gute Frage. Muss man mal drüber überlegen. Falls ihr irgendwelche Tipps habt, irgendwelche Tricks habt, schreibt die mal in den Chat, wie gesagt, in die Kommentare rein. Falls ich noch irgendwas machen sollte, unbedingt, oder es irgendein mega geheimes Equip geben oder gibt, was ich mir unbedingt erstellen soll, schreibt das dann bitte einfach mal unten rein, wie gesagt. Hauptziel ist natürlich immer noch, dass wir Level 10 werden, um dann neue Rassen freischalten zu können. Weil, wie gesagt, wir sind bis jetzt immer nicht gestorben. Das heißt, wir haben auch noch nichts Neues freigeschaltet. Ja, komm, du Scheißwurm, gib mir auf den Sack, wie viel Erfahrung gibt ihr mir eigentlich? Wir brauchen fürs nächste Level ab. Warte. Konto sucht wieder Menüs hier. Da unten. Okay, 5000 irgendwas. Ah, was ziemlich lange dauert. Oh, Scheiße, oh, Scheiße, Scheiße. Es wurde immer noch nicht gefixt. Oder ist es so gewollt, dass man immer die Dinge aufmacht? Einfach. Warum mache ich eigentlich gerade 4 Schaden? Ach so, das war nur dieses Elektro-Ding. Okay, alles klar. So, wir töten sie trotzdem hier noch. Geht ja mittlerweile relativ schnell, so einen Wurm zu töten. Was habe ich denn eigentlich noch für neue Potions? Ich habe Heilung, ganz scheiß. Da habe ich den ersten Boss mal wieder gespawnt. Sehr gut gemacht, lieber Konto. Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber egal. Nicht egal. Oh mein Gott. Alter, was soll man denn machen? Diesen blöden Meteoriten hier. Ja, komm, erster Boss ist ein Witz. Zack, zack. So, tot ist er. Wie haben wir gekriegt? Warte mal, einstecken. Ja. Gibt schon ganz gut Erfahrung. Wäre natürlich besser, wenn er jetzt so 20.000 uns geben würde, dass wir direkt leveln würden. Aber naja, man kann ja nicht von allem zu viel verlangen. So, hier bringe ich auch noch um. Ich habe ja derbe Schaden wieder bekommen. Ich bin momentan echt ein bisschen unvorsichtig, merke ich. Aber ich denke, wir werden nicht sterben. Haben wir auch nur 11 Heilungs-Potions hier. Zack. Dann sind wir wieder fast voll. Wunderbar. So, hier ganz schnell. Ich muss sagen, mittlerweile geht es eigentlich sogar relativ schnell von der Hand hier. Zack, dahin, zack, dahin. Mega geil, sich eigentlich 2 Roboter zu machen. Ich glaube, es gibt da sogar noch andere. Die Frage ist, ob die dann bessere Fähigkeiten haben. Das weiß ich noch nicht. Aber ich muss nachher gucken, wie wir uns das eine gemacht haben. Dann machen wir nämlich einfach noch ein drittes und ein viertes und so weiter. Obwohl, mehr als 3 wird ein bisschen stressig. Aber ihr seht, man kann so mega schnell abbauen. Ja, und die hängen da unten wieder. Wir machen, wenn die hüpfen, jetzt runtergehen. Arg! Warum werde ich hier noch getroffen? Egal. Einstecken, heilen. Kein Ding für einen King, würde ich sagen. Ja, komm, 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 komm. Ich will ja ein bisschen was Neues zeigen. Nicht diese alten Gammelgegner hier. Kennen wir ja schon zu Genüge. Ja, die Pferde muss ich auch noch umbringen. Oder die Space-Kühe. So. Komm, 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 schneller. Stimmt, und wir brauchen Geld. Aha, wir haben nämlich letztes Mal nämlich da neue Skills gesehen. Nämlich diese Heilungsskill Level 2, der mit 1400 gekostet hat. Den wollte ich ja eigentlich auch noch haben. Warte mal, das Swiftness Potion hier an. Die ein bisschen. Warum sag ich eigentlich Potion? Das sind Skills. Irgend so ein komischer Name. Ich nenne es einfach Skill. Ja, danke schön. So. Komm, 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 komm. Bob Reloaded muss länger überleben, weil ich würde mir nämlich echt gerne einen neuen Charakter machen, um dann mit Guns oder so zu spielen, anstatt mit dem Schwert. Aber es wäre ja auch sehr schade, den Bob jetzt direkt in den Tod zu schicken. Nein, das wollte ich gerade gar nicht. Ich wollte abbauen. Dankeschön. So, der baut da ab. Jetzt kommt der neue wieder. Der baut da wieder ab. Wunderbar. So, schnell geht's. Zack, ja, die Firefleisch mitnehmen bitte. Dankeschön. Okay, es hat sich eher angehört wie ein Pferd. Kuh, Pferd, keine Ahnung, was das für Viecher sind.
Komm her. Stirb. Dankeschön. Hüpfen. Draufhauen. Stirb. Der kommt jetzt auch noch hoch. Oder auch nicht. Abbauen. Was sagt die Zeit? 5 Minuten schon. Oh mein Gott, wir sind 5 Minuten in diesem Gammelgebiet. Das kann doch nicht sein. Wir müssen schneller sein. Wir müssen um einiges schneller sein. Aber wir brauchen auch die Tasty Herbs, den ganzen Scheiß, um uns wieder neue Heilungspotionen zu machen. Komm, komm, komm. Ich nenne das einfach Heiltränke. Punkt. So. Auf geht's, weiter nach oben. Wir haben mittlerweile 300. Das ist jetzt nicht so viel. Und damit meine ich jetzt momentan die Credits hier oben. Sind das 307 oder sind das 387? Ich glaube, es sind 300, gell? Ja, kommt weg. Aber man wird in dem Spiel schon sehr leicht overpowered, muss ich sagen. Weil ich kann, wie gesagt, einfach nicht mehr sterben. Außer ich baue wirklich mega Scheiße. Obwohl, ich sage lieber nichts, weil am Ende ist der dritte Boss mega schwer und wir werden sehr schnell verrecken. Aber ich nehme jetzt einfach mal an, dass wir nicht so schnell verrecken werden. Wenn nicht, machen wir das lieber im zweiten Boss. Einfach die ganze Zeit rumwuseln und mit dem Schuss hier treffen. Deswegen, ich glaube, Magie und Fernkampfwaffen sind hier echt ein bisschen overpowered. Weil wenn ich ja nachher eine Waffe habe, die 10 Schaden macht oder 20 oder so, kann man eigentlich nicht mehr verlieren, weil die Bosse sind jetzt nicht so schwer zum Ausweichen. Aber naja, ist ja noch Early Access, der ganze Kram. Mich freut es aber trotzdem, dass immer Updates rauskommen. Und kam jetzt eigentlich die Woche ein Update? Ich glaube, ich kam nur ein Bugfix, oder? Weil donnerstags oder freitags morgens sind ja immer die neuen Updates da. Mal gucken, was da in Zukunft noch dazu kommt. Wieder der Desolate Canyon. Ah, ist nicht so geil. Ne, da wollte ich gar nicht rein. Ah, doch, komm, wir nehmen mal unsere Credits mit. Jetzt haben wir 800. Ich weiß nämlich nicht, in welchem Gebiet der neue Boss ist. Also der dritte Boss ist. Das weiß ich noch nicht. So, erstmal hier öffnen. Was war das? Ah, wieder Heilungsdinger. Swiftness haben wir schon. Was haben wir hier oben? Da ist wieder der Orichalcum, ist es, glaube ich, gell? Ja. Brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Joa. Zack, zack. Zack, zack, zack. Tun wir alles rein. Wunderbar. Weiter geht's. Ah, ist jetzt wieder dasselbe Gebiet. Dann rennen wir jetzt einfach mal schnell durch. Die Dinger nehmen wir uns trotzdem mit. Brauchen wir, glaube ich, für irgendwas. Ja, aber ich will halt die ganze Zeit nicht diesen Scheiß hier abbauen. Das ist ja auch langweilig. Wir gehen mal hier mal ein bisschen schneller jetzt durch. Zack. Das bauen wir aber ab. Seit wann sind die Dinger denn hier in dem Gebiet? Naja, gegen Orichalcum sage ich mal nichts. Ich meine, wir haben uns noch so viel Ausrüstung noch nicht gemacht. Wir haben nicht mal Tier 3 oder Tier 4. Vielleicht kommt da auch noch irgendein Megaschwert, was einfach alles wegdödelt. So, die baue ich auf jeden Fall ab. Oh lol, der hat beide gleichzeitig abgebaut. Genial. So, zack, zack, zack. Ja, du kannst währenddessen die noch abbauen, bitte, im Hintergrund. Das vereinfacht halt auch ziemlich viel, weil Magic Sight muss halt immer davor stehen und hier kannst du halt kämpfen und gleichzeitig im Hintergrund auch noch abbauen. Das ist halt mega geil. So, die Würmer, da scheiße jetzt mal drauf. Wie viel Erfahrung haben wir eigentlich? Ja, nicht so viel. So, jetzt warte mal kurz. Es gibt nämlich Holocaimon, es gibt die Jungle und es gibt... Ich glaube, wir waren letztes Mal hier, oder? Gehen wir mal in den Dschungel. Vielleicht im Dschungel neu entfallen. Ich glaube, das Lila war das Gebiet, wo wir vorher schon waren. Alter, da ist ein Affe. Da ist ein fucking Affe. Oh, den will man eigentlich gar nicht töten. Der hört sich ja voll süß an. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Alter Affen, wie geil ist das denn? Wie viel? Ja, komm, egal, kaufen wir uns. Alter, wie geil ist das denn? Och. Ich meine, in Magic Side gab es auch die Hühner. Wenn du die Hühner gekillt hast, kam mir dann irgendwann so ein Chicken Boss und hat mich sehr hart penetriert. So, nehmen wir uns auch noch mit. Was haben wir hier noch so, außer Affen? Haben wir noch irgendwas Interessantes? Nö, wir haben hier überall Health Potions. Geben die mir eigentlich auch Credits? Ja, die geben mir Credits. Wie viel habe ich an Credits? 18. Vielleicht kriegen wir noch 21 zusammen, um uns hier noch ein Health Potions zu machen. 11. Nee, was ist das denn? Triple Shot? Das nehmen wir uns mal mit, würde ich sagen, oder? So, wir nehmen dich mit und wir nehmen uns noch die Health Potion mit. Was war das jetzt hier? Das war nur Orichalcum-Emblem. Oh, ja, nehmen wir uns auch noch mit. YOLO, YOLO. So, rein damit, rein damit, rein damit, rein damit, rein damit, rein damit. Gefällt mir sehr gut. Triple Shot ist ja mal ziemlich geil. Aber ich glaube, das bringt uns jetzt in der Phase nichts. Warte mal, 5. Triple Shot.
Ja, wir haben ja leider kein Triple. Alter, Leute, 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 neues Biom. Neue Gegner. Die hatten wir vorher noch nicht, oder? Mega geil. Wir haben noch 5 Minuten Zeit. Wunderbar. Alter, Alter, Alter. Hat er gesplattert hier. Die ersten richtigen Gegner, die schießen können. Respekt! Auch der Dschungel gefällt mir jetzt. War hier schon vorher Musik? Spicy Seeds. Was ist das? Das sieht doch sehr nach Boss aus. Ich glaube sogar, der dritte Boss ist hier. Oh mein Gott, das. Kann ich hier irgendwie töten? Nein. Die schießen scheinbar nur. Die schießen scheinbar nur, wenn ich drüber laufe. Kann das sein, dass das so Fallen sind oder sowas? Gute Frage, nächste Frage, würde ich sagen. Ja, ich find. Ja, guck, guck. Ah! What the fuck? Okay, die Pflanzen gefallen mir nicht so gut. Dann ist wieder ein süßer Affe. Ja, komm hier. Sterb. Und Credits kriegen wir hier ganz. Naja, okay, es geht. Es geht. Es geht. Ich habe Angst vor den Dingern. Kann man die vielleicht kaputt hauen? Nein, kann man nicht. Kann nur fett Schaden davon kriegen. So, wir heilen es wieder voll. Jo, was bist du? Geh mal weg, du stacheliger Hotdog auf 6 Beinen. Ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst. Weil der ist immer so gerusht. Nee. Okay. Manche Gegner haben halt noch keine richtigen Attack-Muster. Die latschen halt nur so ein bisschen auf dich zu. Finde ich noch ein bisschen schade. Aber Hauptsache, dass die Biome jetzt langsam gefüllt werden. Weil ich glaube, der Dschungel war nämlich vorhin nicht vorhanden, oder? Der war, glaube ich, auch komplett leer. Oh, das ist scheiße. Warte mal, okay, wenn ich hier drin stehe, schießt er einfach in meine Richtung. If I. Lenny. Entweder das war jetzt nur ein Tipp, oder das heißt, dass ein Boss dann irgendwann aufsteht, wenn ich da ganz oft diese Dinge aktiviere. Ich weiß es nicht. Und Snowy TV möchte meine Übertragung sehen. Alles klar. Läuft bei dir. Nein, geh weg. Komm her. Ja, komm her, du Hotdog. Komm her. So. Ja, wollen wir das probieren, Leute? Wollen wir das probieren? Ja, komm. Be careful. Okay, vielleicht doch. Guck mal. Weil Lenny sagt ja immer irgendwas zu unseren Bossen. Huiuiui. Ah, scheiße, ich will nicht getroffen werden. Ja, komm, gib mal hier. Oh! It's Hive Mind. Run to the portals. Was? Nein, ich renne überhaupt nicht weg. Oh, scheiße. Ich hoffe, das ist jetzt kein Boss, der uns. Double. Wo ist er denn? Ist er das? Shit. Shit, shit, shit. Okay, Hive Mind, ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb. Ich kann auch irgendwie ein Portal, so ein Ding aktivieren. Wie habe ich das gemacht? Scheiße, scheiße, scheiße. Nimm, 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 nimm. Problem ist, ich weiß gerade nicht, wie ich ihn angreifen soll. Außer so. Oh, oh, 5 Schaden. Nein, dafür brauchen wir eine Fernkampfwaffe. Auf jeden Fall. Ich komme nicht an ihn dran. Scheiße, scheiße, scheiße. Was ist das da? Das sind auch Feinde hier? Oder kann man die abbauen? Ah, die kann man abbauen. Tasty Herb, okay. Ja, Hive Mind folgt mir gerade. Wir wissen auf jeden Fall, wo der neue Boss ist, aber wir werden uns seine Gun ziehen und gegen ihn kämpfen. Oh mein Gott. Okay, 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 okay. Puh. Nein. Alter. Alles klar. Hive Mind ist also der dritte neue Boss, der scheinbar nicht einfach ist. Thunder. Donnerwurm? Okay. Was haben wir denn hier alles? Fragment Emblem. Wir kaufen uns die auf jeden Fall. Und werden uns dann gleich gucken, ob wir wieder irgendwelche neuen Sachen machen können. Beast Heart. Starfruit. Was ist das alles für ein Scheiß? Und werden dann mit Fernkampfwaffen ihm an den Kragen gehen. Dem Pisser. Aber ihr habt gesehen, mit dem Schwert komme ich da nicht dran, mit dem mir 5 Schaden mehr macht. Was ist denn das? Tech 2. Ja, kacke. Ich habe halt nicht genug Geld, gell? Ich habe halt nur 500. Das ist ein bisschen scheiße. So. Wir heilen uns erstmal hier ein bisschen wieder. Ja, hätte ich gern gehabt. Shroom Emblem. Nee, brauchen wir nicht. Okay, wir tun jetzt erstmal alles rein. Zack, zack, zack. Wir haben nämlich Waffen hier.
Die Arcfire, genau. Die Frage ist, ob die uns irgendwas bringt. Also ob die gut Schaden macht. Nein, komm her. Hä, wie hab ich das gerade gemacht? Warte mal. Er hat doch gerade mehrmals geschossen. Wie hab ich das gemacht? Hä? Nee. Wie hab ich das gerade eben gemacht? Ach, ich habe Triple Shot aktiviert. Zack, und dann... Bam! Nice! Ja, ich kann den Schaden jetzt leider nicht sehen, gell? Das ist natürlich ein bisschen doof. Ist die Frage, ob wir dann am Ende erstmal zurückgehen und uns neues Equip machen. Weil ich guck gerade mal nach. Wir haben hier Tier 2, Tier 1, Tier 1. Wir haben die World Fragments und den ganzen Scheiß haben wir noch. Müssen wir halt echt überlegen jetzt, gell? Kann ich nicht erstmal zurück zu meinem Schiff und dann hier weitermachen? Wir gehen nochmal kurz zum Schiff zurück. Weil ich würde für den Part auch sagen, wenn euch der Part gefallen hat, einen dicken Daumen bis zum Himmel, ganz wichtig, schön kommentieren. Und wenn es euch besonders gefallen hat, dann teilt das Video doch mit euren Freunden. So, wir gehen nämlich hier zurück. Das heißt, im nächsten Part werde ich dann versuchen, hier irgendwas zu craften. Dann werden wir uns wieder zum Dschungel begeben. Geht ja schnell, indem wir einfach schnell durchrushen. Und dann werden wir versuchen, den Hive Mind zu töten. Aber ich wollte es noch nicht verrecken, weil wir wollen ja mindestens noch Level 10 werden, um vielleicht irgendwelche Rassen freizuschalten. Also, haut rein, bis zum nächsten Part, euer Konso. Haut rein!